Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und entschuldigt bitte meine Haare. Ich hatte gerade Match und bin dementsprechend halt geduscht und deswegen sehen die Haare auch so aus. Okay, kurz zur Info, heute geht es um die FIFA 18 Beta-Version und zwar gibt es die auch schon in der USA, glaube ich, und in Großbritannien, wenn ich mich nicht irre. In Deutschland hat, glaube ich, niemand die Beta-Version bekommen, soweit ich das mitbekommen habe. Und das Problem ist, Leute, ich darf euch keine Bilder, Videos etc. aus der Beta-Version zeigen. Und bevor jetzt welche kommen, doch, das darfst du, das haben ganz viele andere auch gemacht. Diese Videos werden meistens der Reihe nach gesperrt. Ich habe das letztes Jahr genauso gemacht. Ich habe letztes Jahr einen fucking 5 Sekunden Ausschnitt aus der FIFA 17 Beta-Version hochgeladen. Bam, 3 Stunden später wurde ich gestrikt. Ich habe einen Strike reinbekommen, gedrückt und durfte 3 Monate nicht über YouTube live streamen. Und ihr kennt es, Leute, ich streame sehr oft über YouTube. Deswegen ist es auf jeden Fall scheiße für mich. Ich kann euch jetzt nicht die Bilder zeigen, aber Leute, ich habe eine Lösung. Und zwar, ich werde euch so ganz kurz erklären, okay, was ist neu, was wurde geleakt, was ist in der Beta-Version, was EA noch nicht rausgehauen hat. Und ich verlinke euch das Ganze in der Beschreibung. Ich hau euch extrem viele Links in die Beschreibung zu FIFA 18 Gameplay, zu Bildern etc. pp. Ich hau euch da wirklich so viel wie möglich rein, damit ihr da jetzt vollgeballert seid mit Informationen. Und ich fasse euch das jetzt ganz kurz zusammen. Ich habe einfach 5 Punkte zusammengesucht, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind und die halt einfach, ja, interessant sind. Und dazu ballere ich euch die Videos rein. Ich werde euch das schön alles hinschreiben in der Beschreibung. Also unbedingt die Videobeschreibung abchecken und die Videos auschecken. Es kann sein, dass die Videos, wie gesagt, nach der Reihe ein bisschen gesperrt werden oder so. Aber das ist immer so. Die Beta-Version darfst du nicht hochladen. Die Beta-Version darf eigentlich nie online kommen. Deswegen haben die auch immer den Namen von dem Spieler, der diese Beta-Version hat. Und der Name, der ändert alle 2 Sekunden die Position. Einmal ist der da unten, dann ist der da rechts oben, einmal ist er rechts unten wieder dann. Ja, das ändert sich die ganze Zeit, damit du das eben nicht hochladen kannst, weil wenn das die ganze Zeit rechts unten wäre, dann könnten die einfach sagen, also der das Video hochlädt, okay, ich baller dann einen schwarzen Balken drüber und fertig ist die Sache. Keiner weiß, dass ich das war. Aber deswegen verändert sich die Position des Namens immer, damit EA das auf jeden Fall rausfinden kann und die Leute dann strikt und die halt die Beta-Version wahrscheinlich dann auch nicht mehr spielen dürfen. So, wir schweifen vom Thema ab. Ich habe euch die Sachen in der Beschreibung verlinkt, unbedingt alles auschecken. Ich habe euch wahrscheinlich mehr verlinkt, als ich euch jetzt sage. Also, das erste ist, FIFA 18 Gameplay ist natürlich jetzt geleakt und viele verschiedene Modi, also aus Pro Club gibt es Gameplay, aus Ultimate Team, aus Karrieremodus und so weiter und so fort. So, man sieht im Karrieremodus die Spielerverhandlung. Genauso ist es. Das Ganze ist ein bisschen wie The Journey aufgebaut. Und dazu habe ich euch auch das Video verlinkt in der Beschreibung. Das ist so eine Szene, die dauert dann circa eine Minute lang. Und da seht ihr dann, wie der Berater des Spielers und der Verein und der Spieler selbst so ein bisschen verhandelt. Ich finde es extrem interessant. Und das ist jetzt eben dabei. Das ist, wie gesagt, ein bisschen an The Journey angelegt. Und allgemein, es ist sehr, sehr viel im Karrieremodus noch getan worden. Das hat EA bis jetzt noch nicht rausgehauen, dass Karrieremodus auch krass gepusht wurde. Aber Karrieremodus wird sehr, 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 sehr geil werden in FIFA 18. Okay, Trikots und Wappen zu Beginn von FIFA Ultimate Team. Genauso ist es. Und zwar bekommst du am Anfang, wenn du reingehst in Ultimate Team, eine Auswahl von Trikots, ich glaube 9 Stück, und eine Auswahl an Wappen. Und da musst du dich eben entscheiden. Und das ist auch jetzt neu. Das gab es in FIFA 17 nicht. Okay, Trikot bei Pro Club designen und alles ist bei Pro Club neu überarbeitet. Das ist auch so, also neues Design natürlich. Bisschen so Kleinigkeiten verändert und auf jeden Fall kann man sein Trikot dort neu designen. Ich bin mir gerade ehrlich nicht sicher, ob es in FIFA 17 auch schon so war, dass man sein Pro Club Trikot selbst designen konnte. Aber das ist auf jeden Fall in FIFA 18 möglich. So, der letzte Punkt, neue Jubel. Da habe ich ein Video nämlich gefunden, wo das ganz, ganz gut zusammengefasst ist. Und zwar eben dieser Matuidi-Jubel, dann natürlich der Hotline-Bling. Und ja, das sind extrem coole Jubel dabei. Checkt diese ganzen Videos ab, checkt alle Links ab in der Beschreibung. Ihr werdet da wirklich sehr, sehr viel erfahren zu FIFA 18 Beta. Wie gesagt, ich darf es euch leider nicht zeigen. Ich will nämlich auch nicht gestrikt werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Demnächst gebe ich mein Bestes, um auf jeden Fall auch den Merch auf die Beine zu stellen. Da ist schon alles so ein bisschen im Gange. Aber ja, seid gespannt. Ein bisschen wird es auf jeden Fall noch dauern. Ja, Live-SBS wird es auch noch demnächst öfter geben. Und dann war es das mit dem Stream. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.